Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute geht es weiter mit der Produktreihe von Nuki. Und zwar habe ich ja hier noch zwei so eine kleine Erweiterung. Einmal ein Keypad und einmal so ein Handsensor. Der Nuki Opener ist ja mittlerweile schon eine Weile im Einsatz und auch schon verbaut. Ich verlinke euch das Projekt hier oben rechts mal. Ich bin wirklich damit so zufrieden. Das ist einfach so entspannt. Müll runterbringen, einfach mal kurz raufgeklickt. Ring to open für 20 Minuten aktiviert. Einfach der Hammer. Einfach nur noch klingeln unten. Und die Tür geht sofort auf und ich brauche keinen Schlüssel. Geniales System. Das gleiche mit dem Nuki hier unten, also mit dem Smart Lock 2.0 in Kombination mit der Bridge. Verlinke ich euch hier oben rechts auch mal. Auch mega zufrieden. Aber wie gesagt, ich bin happy und ich freue mich jetzt einfach auf die beiden Erweiterungen. Und das seht ihr alles nach dem Intro. Fangen wir jetzt mal mit dem Keypad an. Und bei dem Keypad ist das so, das könnt ihr zum einen wieder mit 3M-Kleber ankleben oder natürlich auch schrauben bzw. dübeln. Ich würde das allerdings für Leute, die in Mietswohnungen wohnen, nicht unbedingt empfehlen, das irgendwie auf den Rahmen zu kleben oder sowas. Denn mein Rahmen ist sozusagen auch, meine Tür ist komplett lackiert oder beziehungsweise gestrichen, wie auch immer. Und dieser Kleber würde, wenn ihr das später mal abzieht, die komplette Lackierung mitten hier runternehmen, wenn nicht sogar noch das Holz, wenn ihr Holzrahmen habt. Deswegen würde ich da ein bisschen vorsichtig sein. Löcher bohren sowieso nicht. Müsst ihr euch wirklich überlegen. Ich werde das wahrscheinlich auch gar nicht benutzen, muss ich ganz ehrlich sagen, weil ich sehe da irgendwie für mich jetzt erstmal persönlich keinen Sinn. Ich glaube aber, dass es für viele Leute interessant ist, die vielleicht eine Garage oder einen Schuppen haben oder irgendwie sowas, wo man vielleicht auch sagen kann, okay, diesen Code bekommt jetzt ein Paketbote und stellt einfach das Paket in die Garage, Schuppen, was auch immer. Das ist natürlich, glaube ich, so eine Sache, das wäre interessant, aber jetzt hier, um bei mir in die Wohnung zu kommen, weiß ich nicht. Also ich hätte jetzt keinen Anwendungsfall dafür. Ja, wenn jetzt zum Beispiel meine Mutter oder mein Vater hier reinkommen würde wollen, dann würden die mir per WhatsApp schreiben und dann schicke ich den Einladungscode oder was auch immer. Ja. Den Handsensor, dazu komme ich gleich, da habe ich definitiv Verwendung für, bei dem hier jetzt nicht. Wir werden es trotzdem mal anlernen. Ich habe hier schon mein Handy bereitgelegt und zwar gehen wir auch wieder auf meine Geräte verwalten. Dann wollen wir jetzt ein Keypad anlernen, Keypad verwalten. Jetzt soll ich für 5 Sekunden diese Zurücktaste da drücken. Machen wir doch einfach mal. Keypad wird verbunden. Gut, dann lassen wir den jetzt mal verbinden. Wie gesagt, also das muss jeder für sich selbst wissen, ob er dieses Keypad nutzen kann oder nicht nutzen kann. Ich kann es jetzt, wie gesagt, in meinem Fall nicht nutzen. Ich sag mal, ihr könntet das natürlich auch einfach so mitnehmen. Ja? Und wenn ihr nach Hause kommt, tippt ihr einfach euren Code ein und habt das in der Hosentasche oder sowas. Würde zur Not auch gehen. Macht jetzt nicht so viel Sinn. Oder ihr legt euch das als Sicherheit irgendwo nochmal hin. Das würde natürlich auch gehen. Ihr legt das irgendwo als Reserve nochmal beim Nachbarn oder so. Dann hat der Nachbar nicht direkten Zugang zu eurer Wohnung, wenn ihr das vielleicht nicht wollt, aber ihr könntet das Keypad dort abholen und dann einfach mitnehmen. Gut, das haben wir jetzt gemacht und jetzt gehen wir auf jetzt koppeln und jetzt müssen wir auswählen, was denn damit gesteuert werden soll. Entweder der Nuki Opener oder hier unten die Haustür bzw. Wohnungstür bzw. Smart Lock 2.0. Also, ich möchte meine Haustür damit koppeln. Das heißt, jetzt koppelt er das Ganze, die beiden sozusagen miteinander. Und wir warten mal. Oh, okay, das war schon. War doch nichts großartig mit warten. Jetzt ist es so, jetzt steht jetzt hier ein Code, den ich jetzt sozusagen habe. Oder ich weiß nicht, ich kann mir auch einfach einen aussuchen. Ich mache jetzt mal was ganz, ganz Einfaches. Weil dürfen nicht mit 1, 2 beginnen. Oh, dann machen wir eben 2, 3, 4, 5, 6, 7. So, machen wir es einfach so. Und wir gehen auch weiter, weil ich vergesse das sonst eh. So, mit Zurücktaste sperren. Mit Zug. Okay, sperren. Nein. Ja,
Doch, also ich denke mal, mit der Zurücktaste wäre das Sinnvollste. Mit Zugangscode sperren macht jetzt keinen Sinn. Ich nehme jetzt einfach mal die Zurücktaste zum Sperren. Wir gehen auf Weiter. Und das war's schon. Wundervoll. Ich bin total begeistert. Wir machen jetzt hier mal auf Fertig. Keypad wird so. Also, das Keypad ist jetzt soweit erstmal angelernt. Wir lernen jetzt aber gleich noch diesen Handsensor an, damit das auch schon mal fertig ist. Für die Leute, die das wissen wollen, wie das angelernt wird, kriegen die Infos also zuerst. So, jetzt gehen wir hier auch wieder. Hier müssen wir das jetzt 10 Sekunden drücken. Das machen wir doch einfach mal. Also bei dem ist es wirklich so, dafür habe ich definitiv Verwendung, weil dieses kleine Teilchen wird meine Nachbarin bekommen. Wenn ich mal nicht da bin und irgendwie Pakete kommen oder sonst irgendwas, dann kann sie sich einfach mit diesem... Weil ins Haus muss sie ja nicht, sie wohnt ja hier, also sie braucht ja keinen Schlüssel von unten in der Haustür. Also Nuki hat sozusagen, also der Opener hat damit ja nichts zu tun. Sie ist ja im Haus und sie braucht dann einfach nur noch mit dem Teilchen hier sozusagen das hier öffnen und dann eben das Paket oder was auch immer kommt, hier reinstellen. So, Gerät hinzufügen. Wir nehmen natürlich wieder die Wohnungstür. Wir geben, ja, soll er so anzeigen. Smart Lock und der Handsensor werden gekoppelt. So, und wenn das jetzt auch passiert ist, gleich, hoffentlich gleich demnächst, dann sehr schön, fertig. So, jetzt haben wir quasi eigentlich schon alles angelernt. Ich weiß nicht, was es hier noch für Einstellungen gibt. Okay, gar nichts. Software-Aktualisierung könnte man nochmal gucken, ob vielleicht irgendwie Software aktuell ist aktuell. Beim Keypad ist sie auch aktuell. Und so, das heißt, wir machen einfach mal fertig. Nachdem wir nun die beiden Erweiterungen angelernt haben, werden wir natürlich auch mal gucken, ob es überhaupt funktioniert. Wir fangen mal mit dem Keypad an. Wir drücken jetzt hier einfach den Code ein, den wir eingestellt haben, der extrem schwer ist. Ihr seht, Luki war zugeschlossen, die Tür war zugeschlossen, jetzt ist offen. Ja, keiner da. So, das funktioniert schon mal. Jetzt hatte ich ja eingestellt, dass dieser Pfeil zurück auch wieder dazu sein soll, dass eben die Tür wieder abgeschlossen wird. Wir drücken einfach mal. Und Luki schließt auch wieder ab. Das heißt, Thema Keypad funktioniert schon mal alles genauso, wie ich es mir vorgestellt habe. Auch wenn ich es wahrscheinlich nicht nutzen werde. Dann haben wir ja noch diesen kleinen Handsensor. Da ist es so, wie gesagt, den habe ich ja schon mal kurz erwähnt, dass den meine Nachbarin bekommt. Das heißt, wenn ich irgendwie Pakete bekomme und ich nicht zu Hause bin oder auch mal wieder länger nicht zu Hause bin, wenn ich wieder auf Montage bin oder sowas, dann kommt, wie gesagt, meine Nachbarin mit dem kleinen eben hier rein, ja, also mit dem kleinen Handsensor eben hier rein. Das heißt, sie kann das Paket hier herstellen. Macht einfach nur oder drückt einfach nur den Knopf ohne Code, ohne nichts, ohne gar nichts. Die Tür öffnet sich und ist immer noch keiner da. Schmeißt das Paket hier irgendwo in die Ecke, macht die Tür wieder zu und drückt einfach nochmal auf den Knopf und dann verschließt Luki die Tür wieder und meine Wohnung ist sicher. Und mein Paket ist dann auch sicher. Ja, also ich bin total begeistert, das funktioniert wirklich alles sehr, sehr, sehr gut. Auch vorher schon nur der Opener, ja, ich war damit wirklich sehr zufrieden, also den habe ich jetzt wirklich schon sehr, sehr lange hier hängen. Das Smart Lock 2.0 auch schon relativ lange und wie gesagt, ich bin einfach komplett zufrieden. Und ja, ach, na, eine Sache wollte ich euch noch sagen und zwar, wir nehmen nochmal ganz kurz mein Handy, wenn man jetzt zum Beispiel den Code von dem Keypad ändern will, dann muss man meine Geräte, Keypad, verwalten. Dann müssen wir hier ganz kurz, oder was heißt ganz kurz, wieder diese 5 Sekunden die Pfeil-Zurück-Taste drücken. Das machen wir mal noch kurz, weil ich will euch nämlich noch kurz was zeigen. Und zwar wird jetzt das Keypad verbunden, da können wir uns noch mal kurz ein paar Einstellungen ansehen. Und da möchte ich euch noch mal ganz kurz was zeigen, wenn man jetzt zum Beispiel den Code ändern möchte.
Aber ich habe euch ja gesagt, das Ding wäre ja, ja für so eine Garage oder für einen Schuppen perfekt, wenn man zum Beispiel den Postboten von mir aus oder auch den Paketboten da reinlassen möchte. Da kann man nämlich was richtig Cooles machen und das werde ich euch jetzt mal kurz zeigen. Also zum einen haben wir nochmal die Einstellungen, das heißt diese Pfeil-Zurück-Taste könnte man aktivieren, man könnte nach Firmenaktualisierung suchen und so weiter und so fort. Selbst erklären, brauche ich glaube ich jetzt nichts erzählen. Großartig, ihr könnt jetzt sozusagen die Tür wieder entkoppeln, macht jetzt auch keinen Sinn, will ich nicht. Und zwar, ich möchte Zugriffscode verwalten. Dazu fragt er mich, dass er eben dann auf die Einstellungen sozusagen wechseln will zum Smart Lock. Das machen wir einfach mal. Keypad wird sozusagen neu gestartet und wir kommen zu dem Benutzer oder zu dem Zugriffscode einstellen. So, den haben wir hier auch schon drinnen stehen und jetzt machen wir einfach mal, oder beziehungsweise wir können jetzt hier einfach den Code ändern. Na, lassen wir aber mal so, ich will das jetzt nicht ändern. Wir können das aber zeitlich begrenzen und das finde ich richtig cool. Das passt perfekt zu der ganzen Geschichte, dass der Postbote, Paketbote, wer auch immer da reinkommt. Das heißt, ab 18 Uhr kommt der Paketbote zum Beispiel bei euch nicht mehr oder ab 20 Uhr, je nachdem, Amazon liefert ja manchmal auch bis 21 aus. Je nachdem könnt ihr das einstellen. Und das finde ich richtig cool. Das heißt, ihr könnt euch sicher sein, dass keiner nach 0 Uhr da irgendwie reinkommt oder nach 21 Uhr, je nachdem, was ihr einstellt. Vielleicht hat ja jemand anders den Code oder wer auch immer. Ja, man weiß ja nie. Und das finde ich genial. Das heißt, ihr könnt wirklich den Code zeitlich begrenzen. Und das finde ich cool. Ihr könntet natürlich jetzt auch, es gibt ja noch andere Möglichkeiten, ihr könntet ja jemanden eine Einladung schicken. Das heißt, jemand bekommt einen Code, mit dem er sich hier oder mit dem er hier reinkommt. Da ist es so, man muss sich nirgendwo anmelden oder sonst irgendwas. Wie gesagt, also das ganze System ist genial. Also man muss sich wirklich nirgendwo anmelden. Das Einzige, was man machen muss, oder derjenige, der die Einladung bekommt, der muss sich die Nuki-App runterladen. Aber er muss sich eben nirgendwo anmelden oder sonst irgendwas. Also ich bin total begeistert von diesem ganzen System. Das habe ich, glaube ich, schon öfters gesagt. Und es ist auch wirklich so. Und ich kann es jedem empfehlen, wenn ihr irgendwelche Fragen habt, schreibt es gerne unten in die Kommentare, ich würde mich darüber freuen. Vielleicht ist aber auch der ein oder andere aus der Community mit dabei, der die Frage vielleicht auch beantworten kann. Manchmal geht es schneller, ich bin ja auch nicht 24 Stunden am Schreiben. Ja, das war's mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir sehen uns auf alle Fälle im nächsten Video und ich würde mich ganz doll über einen Daumen hoch freuen und wir sehen uns bis dahin. Ciao!